Alter, das ist ein Riesenlager. Willst du mich verarschen? Na super, das kann ja was werden. So, klicken wir uns mal ein bisschen durch die Gegend wieder. So, erstmal die Speer hier an der Seite, die halten weniger aus. Alter! What the fuck? Alter, was? Ich komme ja gar nicht mehr hier zum Zuschlagen. So, schnappen wir uns die am Rand erstmal. Wir müssen uns ja nach außen vorkämpfen. So, kurzen Trank. Trink! Schneller! Wie jetzt? Du hast doch gar nicht getrunken. Trink! Na, geht doch. So, erstmal die beiden. Ach, Mensch. Sei kein Spielverderber. So, erstmal den Krieger. Ja, ja, von mir aus. So. Ist gut, wenn die alle auf den Typen da drauf gehen. Da haben wir unsere Ruhe erstmal. Also so relativ. Ist relativ ruhig für uns. Also es könnte ruhiger sein, aber immerhin können wir frei schwingen. Erstmal ein Stück weg von denen. So. Und den Speer erstmal. Die vertragen ja einfach weniger. Das geht schneller. Das ist besser, wenn wir da ausdünnen wollen. Oh, das ist schon der nächste. Wir können es kaum erwarten. So. Ich hoffe, er hält durch. Das wäre schön. Das wäre begrüßenswert. Keine Ahnung, ob er es macht, aber werden wir sehen. So schlimm kann es ja nicht sein für ihn. Er muss halt mal einfach den Tank spielen jetzt. Na, aber. Arschloch. Muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. Er ist ein Arschloch. Ich traue mich nicht zu speichern, weil ich nicht weiß, ob er noch viel aushält. Scheiße, das war blöd. Lauf. Lauf erstmal. Lauf, lauf, lauf. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. So. Und jetzt trink. Jawohl, super. Jetzt können wir uns wieder die beiden vornehmen. So habe ich mir das doch vorgestellt. So, ich bin ja bei den anderen immer viel zu panisch gewesen, was das Sterben der NPCs anging. Die haben ja einfach viel mehr ausgehalten, als ich dachte. Also so wenig vertragen die ja gar nicht. Die halten ja schon ziemlich viel aus. Von daher gehe ich jetzt einfach mal mit der Überzeugung ran, dass der das schon überleben wird. So, und ich sehe schon, es wird ja weniger. Es wird weniger, eindeutig. Erstmal den Speer wieder. Ach, ich bin so gut. Vielleicht sollte ich mir auch erstmal die Typen da hinten vornehmen, die Eliten. Oder ich mache einfach so weiter, ist auch okay. So, wenn wir so seitlich kämpfen, vielleicht weichen wir den Bolzen dann auch größtenteils aus. Vielleicht aber auch nicht. So, du wirst nicht nochmal zustoßen, zuschießen, was weiß ich. So, ich muss bloß aufpassen mit dem Schamanen. Wenn der jetzt noch ins Spiel kommt, dann wird's kritisch. Oh ne, jetzt kommt auch noch der Anführer dazu. So, Speer, Ade. So, erstmal hier drüben. Damit wir unseren Freund ein bisschen befreien können. Ein bisschen aus der Bredouille bringen können. So, damit er sich mit dem Anführer... Okay. So viel zum Thema, damit er sich mit dem Anführer anlegen kann. Den dürfen wir uns dann selbst vornehmen, offenbar. Und das klappt auch ganz gut. Oh, das war blöd von mir. So, ich muss auf mein Leben achten. Ach, sehr gut. Aber der Schamane, verdammt. Müssen wir nicht vielleicht noch den Schamanen irgendwie uns holen, weil der den Ahnenstein hat? Tschüss. Lauf zu schnell wie der Wind. Ach nee, der bleibt. Gut, speichern. Wir sind schon zwei Helden, Osmund. Wir sind schon zwei Helden. Und jetzt werden wir noch ganz heldenhaft den Schamanen zu zweit niederknüppeln. Ja, warum auch nicht? Also insofern uns die Ruckler dann lassen. So, gehen wir erstmal zu ihm hier rüber. Vielleicht hat er was zu sagen. Oder auch nicht. Der Kampf wird
Ja genau, greif du ihn erstmal an, das ist gut. Da kann ich die Entfernung hier ein bisschen überbrücken und kann ihn direkt totprügeln, noch bevor er seine Waffe zieht. Naja, fast. Ach Mensch, das hat nicht so schön funktioniert. Das war's mit dir. Gut. Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. Da ist die Sau. Gut, das hat schön geklappt. Dann müssen wir jetzt bloß noch den Schamanen ausnehmen, wenn wir hier gelassen werden. So sehen die Ahnensteine aus. Sie sehen ja verdammt hässlich. Egal, wir haben den Ahnenstein, das ist das Wichtigste. Mit Osmund können wir auch nichts mehr besprechen. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal ran, die ganzen Leichen zu plündern. Und dann können wir auch hier ins Ahnengrab vorstoßen. Das geht alles ziemlich schnell, muss ich sagen. Also wir kommen gut vorwärts. Da haben wir schon 2 von 6 Ahnengräbern erledigt. Wobei wahrscheinlich drinnen eben jetzt nochmal Untote lauern werden, was uns nochmal ein bisschen aufhalten wird. Aber naja, was soll's. Ich finde trotzdem, wir kommen gut vorwärts. Zumal wir ja auch, wenn wir dann zu Akashas Grab kommen, gleichzeitig noch das Quest erledigen, das uns hier eigentlich hergeschickt hat. Nämlich die Aufgabe, den Ring Adanos, den zweiten Ring Adanos zu ergattern, der ja in Akashas Grab liegen sollte. So, schnappen, oh, hier sieht's aus. Du könntest denken, ja, hat sonst was für eine Schlacht stattgefunden. Nein, es waren 2 Leute. Sie starben alle durch die Hand eines Mannes, während der andere den Rest aufgehalten hat. So oder so ähnlich war es ja eigentlich auch. Gut, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig, tut mir leid. Machen wir es mal so. Dass ich mich nicht immer mit der Maus hin und her bewege, dann geht nämlich das Plündern schneller, weil ich dann gleich auf der Nimm-Mit-Taste bleibe. Oder Nimm-Alles-Taste. Wenn er nicht einfach nur die Waffen einsammelt gerade. Gut. Ich muss auch nicht alle einsammeln, ich weiß, aber es bringt einfach Geld und ich brauche ja ein bisschen, weil ich ja irgendwann mal die ganz dicken Oschis an Rüstungen mir kaufen möchte. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann mal noch eine tolle Waffe dazu, die man irgendwo kaufen kann. Wobei ich das eher nicht glaube, denn ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass irgendwo eine tolle Waffe gewesen wäre. Die beste Rüstung kriegen wir aber sowieso nicht gekauft, sondern die werden wir anderweitig bekommen. Als Questbelohnung. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Vielleicht weiß es der ein oder andere, da der Weg aber nicht so populär ist, den ich hier einschlage, wird es wahrscheinlich nicht jeder unbedingt wissen. Kann man sich jetzt schon denken, es hat mit den Orks zu tun. Eins habe ich es eh schon verraten, man bekommt dann, wenn man es schafft, zu Khan vorzustoßen, eine Ork-Rüstung. Also die heißt Ork-Rüstung, glaube ich. Sieht aus wie eine Paladin-Rüstung. Letztendlich ist man damit dann der oberste Menschenkrieger der Orks. Und wird damit geehrt. Und das ist, soweit ich mich erinnern kann, die stärkste Rüstung, die es im Spiel zu ergattern gibt. Und die wollen wir uns natürlich auch holen. Ich weiß noch, beim letzten Mal hatte ich alles für die Orks gemacht, um dann reinzukommen bei Khan. Hatte mir die Ork-Rüstung ergattert und kaum, dass ich sie anhatte, habe ich angefangen, die Orks zu töten. Und habe erstmal dort die komplette Burg ausgeräumt. So, jetzt muss ich bloß noch wissen, wo eigentlich... Ach gut. Wo eigentlich die Höhle war, das wäre schon ganz praktisch. Irgendwo in die Richtung. Hö! Hallo, mein Kleiner. Dich habe ich ganz vergessen. Dich habe ich schon vorhin während des Kampfes gesehen. Aber ich dachte mir, ich lasse dich einfach mal ganz unbehelligt, weil du dich ja nicht interessiert hast für das Kampfgetümmel. Von daher habe ich dich einfach mal leben lassen. Aber wenn ich so nicht reinrenne, was soll ich machen? So. Müssen wir hier wieder... Hi, Bisons. Müssen wir hier wieder raus? War das hier am Rand gewesen? Ich habe nur so einen schlechten Orientierungssinn. Vor allen Dingen hier im Schnee. Hier sieht doch alles gleich aus. Könnte das? Nee. Ach, guck mal noch. Oh, ich bin voll dran vorbeigerannt. Volle Kanne. Meine Güte, wo war denn das? Und wieso krabbelt meine Nase die ganze Zeit so? Das ist ja schrecklich. Ach, neuer Versuch. Gucken wir nochmal. Hier vorne müsste es eigentlich gleich sein.
hier am Rand irgendwo, vielleicht? Und so? Nicht? Verdammt! Wo war dieses blöde Lager? Ich hab's vergessen! Ich kann mich nicht mehr erinnern! Hier! Hier! Ah! Also Leute, die Karte ist ein bisschen ungenau. Aber was soll's? Gut, jetzt würde ich sagen, speichern wir erstmal. Das könnte hilfreich sein. Man weiß ja nie. Da fällt mir gerade ein, ich wollte noch kurz gucken. Bei den Tränken. Erstmal den wollte ich auf jeden Fall trinken. Unsere Lebenskraft erhöhen. Das habe ich, glaube ich, schon seit einer halben Ewigkeit vor. Und dann genau, der Trank der Ausdauer ist nämlich das Äquivalent dazu. In der Ausdauerleiste, den trinken wir natürlich auch noch. So, haben wir das auch mal erledigt. Und bevor es Beschwerden gibt, trinke ich am besten auch noch hier so einen Ausdauertrank. So. Die ich auch unten in der Schnellleiste habe, wie ich gerade sehe. Von daher hätte ich das auch einfach da machen können. Was soll's? Greift mich schon jemand an? Dann nach der Speicherung? Ach ja, da steht ja schon ein Skelettmann. Na gut, komm her. Lasset die Spiele beginnen. So, meinst du, du hast eine Chance, ja? Meint ihr, ihr habt Chancen, ja? So, erstmal den mit dem Bogen. Der ist mir unangenehm. Den mag ich nicht. Und ich höre schon wieder andere Bogenleute hinter mir. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ich gehe ja schon wieder. Ach komm. Jetzt stell dich mal nicht so püppihaft an hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die KI schrecklich nervig finde? Hier in dem Spiel? In einer Arschruhe vertilgt er sein verdammtes Steak. Das ist Wahnsinn. Triffst du die überhaupt, Junge? Hä? Triffst du die überhaupt? Das ist ja nervig. Oh, ich habe echt gerade keinen Bock auf den Mist hier. Ich weiß nicht, irgendwie... Da werde ich ein bisschen gnatschig. Und sowas kann ich erst recht nicht leiden. Ah, da geht's mit mir durch. Komm, jetzt trink. Geht doch. Ja, toll, genau. Wenn man nichts sieht, ist es immer gut zu kämpfen, wenn man nichts sieht. Und könntest du bitte endlich diesen verdammten Skeletttypen platt machen, der kaum noch Leben hat, da rechts da? Den? Ja? Nee, ist ein anderer. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll. Wo ist dieser Scheißbogentyp? Jetzt ist Ruhe im Karton hier, du Mistkind. Geh woanders spielen. So. Und für dich hat sich's auch erledigt. Das wird ja auch Zeit. Uiuiui, da bist du aber ungehalten bei sowas her. Okay. Kurz essen und ich muss mal ganz kurz was trinken, während er isst. Ah, ich sollte mir abgewöhnen, so assihaft immer zu sprechen. Das geht nämlich auf die Stimme. Okay. So. Natürlich speichere ich erstmal. Man muss ja seine Fortschritte hier festhalten. Auch wenn die jetzt nicht allzu glorreich waren, aber naja, also es... Kann es sein, dass die Gräber alle einheitlich aufgebaut sind? Wo ist denn der... Ach. Mach dir bloß keine Mühe, mal rüberzukommen. Nein, muss ich wieder erst kommen. So. Du willst mich doch töten, oder? Ich würde hier auch durchgehen und euch in Ruhe lassen, wenn ihr es ebenso tun würdet. Aber nein, ihr müsst ja unbedingt kämpfen. So. Weiter geht's. Kommt. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Wir müssen uns ja nicht immer in den Durchgang stellen, damit sich hier uns jeder seiner annehmen kann. Nein, damit jeder sich meiner annehmen kann. So rum. Deutsche Sprache ist manchmal etwas schwierig. Nein, Arsch. Gut, haben wir die schon mal. Den zweiten, ja, den kriege ich jetzt auch noch locker hin. Wenn es bloß noch einer ist, dann ist ja nicht mehr das Problem. Habe ich nebenbei gerade eine Fleischwanze platt gemacht? Weil ich es kann einfach mal. Kammerjäger ohne Ende.
Fleisch. Wo ich gerade Fleischschwanze gesagt habe, da fiel es mir ein. Ich kann auch mal ein Stück vertilgen.